Als zweite Ursache für Durchfall gibt es die Parasiten. Also Hakenwürmer, Spulwürmer, Giardien. Es hat wahrscheinlich jeder schon einmal einen Begriff von Darmparasiten gehört. Jetzt einfach nur ganz grob, also ich will da gar nicht auch so arg drauf eingehen, sondern wir überlegen einfach mal, okay, der Hund hat jetzt den Parasit geschluckt. Die sehen auch nicht gleich aus wie Würmer, die sind so eingekapselt in Eier. Dann gehen sie eben durch den Magen in den Darm und hier können sie dann wieder das Übel anrichten. Vom Prinzip her haben wir eigentlich wieder genau das gleiche wie beim Bakterium. Der Parasit greift die Darmwand an, schafft sich hier sozusagen das Milieu, das dafür sorgt, dass eben keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden können. Nun ist es jetzt aber so, es kommt beim Parasitenbefall wirklich darauf an, was für Parasiten wir haben und wie viel Parasiten im Körper drin sind. Haben wir jetzt zum Beispiel tatsächlich jetzt nur so einen kleinen Parasit, also eine geringe Anzahl, der verursacht nicht so einen ganz großen Schaden, wie wenn ich ganz viele Parasiten hätte. Das heißt, von der Symptomatik her ist es dann wirklich schwer zu sagen, okay, mein Hund hat Wurmbefall, weil es dann wirklich so ist, die Leute bringen uns teilweise dann Kotproben und sind dann ganz erstaunt, dass sie dann positiv rauskommen, also dass dann wirklich ein Parasitenbefall im Körper da ist, obwohl der Hund keinen Durchfall hat. Und hier erklärt sich das Ganze auch. Also je nachdem, wie viel Zellen kaputt sind, demnach haben wir dann auch die Symptome. Also der Körper kann es dann ganz gut kompensieren. Der sagt sich dann, okay, ich habe zwar jetzt hier eine Zerstörung, aber ich habe ja noch genug gesunde Zellen, weil ich ja nicht so viel Parasiten habe. Und die Nährstoffaufnahme findet weiterhin statt. Je mehr Zellen aber zerstört werden, desto mehr sind dann auch die Symptome und desto schneller sollte man auch reagieren. Deswegen empfehle ich auch tatsächlich beim Parasitenbefall lieber einmal mehr eine Kotprobe abgeben oder einmal mehr entwurmen, als wenn man sagt, okay, ich entwurme nur, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und das Tier schon Durchfall hat. Also dann ist es meistens schon zu spät. Und mit zu spät meine ich Folgendes: Sowohl Parasiten als auch Bakterien machen eine Entzündung. Entzündung bedeutet Folgendes: Der Darm reagiert jetzt eben auf diese Keime sozusagen, also einmal auf den Keim, einmal auf den Parasiten, also sozusagen den Erreger. Das hier sollen jetzt Immunsystemzellen darstellen, die kommen sozusagen zur Hilfe, um einmal hier den Keim zu bekämpfen oder die Parasiten zu bekämpfen. Nur ist eben die Reaktion die Entzündung. Und Entzündung macht im Körper immer eine Schwellung. Und eine Schwellung macht ganz oft Schmerz. Und Schmerz wiederum machen im Darm dann Krämpfe, Unwohlsein und eben diese Symptome, wenn man merkt, okay, irgendwie geht es meinem Tierchen heute gar nicht gut, der Bauch ist ganz hart, das Ganze ist dann tatsächlich wegen der Entzündung. Je stärker die Entzündung ist, desto stärker sind dann auch die Symptome. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zum dritten Thema, und zwar ist das Allergie. Also meistens ist es so, die Leute denken, wenn sie Allergie hören, erstmal an Juckreiz und Kratzen und Haarausfall. Das ist aber nicht wirklich immer der Fall. Also wir haben oft Allergien, die sich dann wirklich in Durchfall äußern. Ich habe jetzt hier so einen Maiskolben gemalt. Sagen wir mal, der Hund ist allergisch auf Maiskolben. Allergisch heißt so viel, er kann sie nicht richtig verstoffwechseln. So, der Maiskolben geht jetzt wieder den normalen Weg. Hier, hier, hier und landet im Dünndarm. Einmal hier im Dünndarm gelandet, ist natürlich der nächste Weg einmal durch die erste Darmschicht durch zum Blut sozusagen, also dass die Nährstoffe dann vom Körper aufgenommen werden. Jetzt ist es aber so, unser Mais kann nicht richtig verdaut werden. Nicht richtig verdaut werden bedeutet Folgendes: Der Körper muss viel, viel mehr Energie aufwenden, hier raus sich die Nährstoffe rauszuziehen, als jetzt zum Beispiel bei einem Futter, dass das Tier verträgt. Und genau diesen Energieverlust, weil jetzt hier so viel Energie gebraucht wird, merken die Besitzer auch oft. Also ich höre das wirklich sehr häufig, dass die Leute sagen, mein Hund ist gerade mal 4, 5 Jahre alt, aber ist total lustlos. Also er spielt gar nicht mit den anderen, schläft total viel. Und tatsächlich habe ich das ganz oft erlebt, dass wenn der Hund dann ein Futter bekommt, auf das er nicht mehr allergisch ist, dass sie dann wirklich wieder anfangen zu spielen, dass sie wieder mehr Energie haben und dass sie wieder mehr Lebensfreude haben. Was passiert jetzt im Körper, trotzdem, dass er sich ab und zu schon noch die Nährstoffe rausholen kann?
Wir haben auf Dauer eine Entzündung. Und zwar ist es so, die Immunsystemzellen, die merken irgendwann, okay, ich habe hier was, was nicht so ganz reinpasst. Das heißt, die werden ganz genau die gleiche Reaktion auf Dauer produzieren, die sie einmal beim Bakterium und einmal beim Parasiten gemacht haben. Das ist oft so, also die Besitzer merken dann, okay, mein Hund hat immer Appetit, der ist eigentlich recht fit, aber ab und zu ist der Stuhlgang nicht gut. Ab und zu ist er mal weicher, mal härter, dann ist er wieder 2 Wochen lang komplett in Ordnung. Und dann ist es auch logisch, wenn man überlegt, was denn eigentlich hier passiert, wenn der Körper ständig mit einer Substanz konfrontiert ist, die er eigentlich gar nicht so richtig verdauen kann. Doch diese Entzündung, die dann teilweise wirklich über Wochen oder Monate geht, aufgrund von dem falschen Futter, sorgt im Endeffekt für genau den gleichen Effekt, den davor auch unsere Bakterien und unsere Parasiten gemacht haben. Und zwar kommt es zu einer Zerstörung der ersten Darmschicht. Und im Endeffekt haben wir ganz genau das Gleiche, was wir davor auch schon hatten, für das dann die Nährstoffe überhaupt gar nicht mehr aufgenommen werden können. Das heißt, das Ganze bleibt dann wieder hier, mit dem Wasser ganz genau das Gleiche und wir haben dann den Durchfall. In diesem Fall ist er dann chronisch. Also Sie haben dann wirklich einen Hund oder eine Katze, der eigentlich schon fast gar keinen normalen Kotabsatz mehr hat. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut jetzt an meiner Skizze erklären. Also ganz egal, was für einen Erreger wir haben, der dafür sorgt, dass hier die Zerstörung der Zellen und natürlich auch die Entzündung macht, also sei es einmal der Parasit, sei es die Bakterie oder sei es die falsche Ernährung, im Endeffekt haben wir die Zerstörung der Zellen. Und man sollte tatsächlich in allen 3 Fällen reagieren und das Ganze nicht einfach so laufen lassen. Ich hoffe, ich konnte das Thema ganz gut erklären. Natürlich gibt es noch andere Ursachen für Durchfall, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, also so wie zum Beispiel Darmkrebs oder hormonelle Krankheiten. Die 3 Sachen, die ich jedoch erklärt habe, sind tatsächlich recht häufig und deswegen hoffe ich, konnte ich ein bisschen Klarheit verschaffen und freue mich natürlich auch auf ein Feedback.